In diesem Video zeige ich euch einen Trick, mit dem ihr die Lautstärke für die gängigen AirPods sowie Beats-Kopfhörer deutlich erhöhen könnt. Viel Spaß! Auf dem iPhone hat Apple offizielle Einstellungen eingeführt, mit denen ihr die Audioausgabe über Kopfhörer individuell nach euren Bedürfnissen anpassen könnt. Ihr findet diese, wenn ihr in die Einstellung geht, dann auf dem Menüpunkt Bedienungshilfen und dann, wenn ihr hier nach unten geht, unter dem Menüpunkt Audiovisuell. Und hier oben habt ihr dann den Punkt Kopfhöreranpassung. Wenn ihr hier drauf tippt, findet ihr hier die Möglichkeit, diese Audioausgaben über Kopfhörer anzupassen. Und diese Einstellungsmöglichkeiten machen wir uns jetzt zu nutzen, um mit einem kleinen, einfachen Trick die mögliche maximale Lautstärke der Kopfhörer extrem zu erhöhen. Dieser Tipp funktioniert übrigens mit allen gängigen Kopfhörermodellen von Apple, sprich den AirPods Max, den AirPods Pro, den AirPods der zweiten Generation sowie den kabelgebundenen Apple EarPods. Und auch die Lautstärke der Powerbeats, Powerbeats Pro und Beats Solo Pro Kopfhörer könnt ihr so deutlich erhöhen. Beachtet aber, diese Funktionen von Apple sind ursprünglich natürlich nicht dafür gedacht, um die maximale Lautstärke auf diese Art und Weise so extrem zu manipulieren, denn zu langes Hören über Kopfhörer bei zu hoher Lautstärke kann selbstverständlich nachhaltige Hörschäden verursachen. Daher der Hinweis, dass die Nutzung dieses Tricks auf eure eigene Gefahr hin erfolgt und ich empfehle euch ausdrücklich, diese Einstellung mit Vorsicht einzusetzen und rate euch nicht dazu, zu lange, zu laut Musik über Kopfhörer zu hören. Trotz dieser potenziellen Risiken möchte ich euch diesen Trick aber nicht vorenthalten, da es ja durchaus eine interessante Möglichkeit ist, nicht nur für Leute mit Hörproblemen. Daher zeige ich euch jetzt, wie einfach das Ganze funktioniert. Und zwar nutzen wir hier die Möglichkeit, eine eigene Audiokonfiguration anzulegen. Daraufhin öffnet sich hier dieses Layout und ihr seht hier schon, wofür diese Audioanpassung eingesetzt wird. Und hier könnt ihr einfach jetzt einmal auf Fortfahren tippen. Und jetzt seht ihr, wie dieser Prozess hier abläuft. Das heißt, ihr müsst einmal sicherstellen, dass ihr in einer ruhigen Umgebung seid. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Audioanpassung knapp 5 Minuten dauert, was aber jetzt für unseren Trick nicht richtig ist, denn das geht hier relativ schnell, sich da durchzuklicken. Und der dritte Punkt, der hier angesprochen wird, ist, dass bei der ersten Audioausgabe ein Audio, sprich eine Sprache ausgegeben wird. Und das ist jetzt hier auch das Entscheidende, denn diesen Punkt machen wir uns zu nutzen, um die maximale Lautstärke für eure Kopfhörer zu erhöhen. Damit ihr diese Audioeinstellung hier jetzt vornehmen könnt, müsst ihr zunächst die Kopfhörer natürlich anziehen bzw. einsetzen. Und dann könnt ihr hier auf Fortfahren tippen, um die Konfiguration zu starten. Und jetzt spielt hier, wie gesagt, eine Sprachdatei ab und ihr werdet jetzt gefragt, ob ihr jemanden reden hört. Und hier ist jetzt entscheidend, dass ihr auf Nein tippt, denn dann wird jetzt im zweiten Schritt, wenn ihr auf Fortfahren tippt, die Audioausgabe deutlich erhöht und ihr werdet wieder gefragt, ob ihr jemanden reden hört. Und auch hier tippt ihr jetzt erneut auf Nein und tippt dann auf Fortfahren. Und jetzt seht ihr, dass hier steht, dass wir angegeben haben, dass leises Sprechen schwierig zu hören ist. Und das war jetzt auch dieser kleine Trick, der später dazu führt, dass die maximale Lautstärke deutlich erhöht wird. Als nächstes müssen wir jetzt auf Fortfahren tippen und dann können wir hier noch verschiedene Klangmuster auswählen. Das könnt ihr nach euren eigenen Bedürfnissen machen. Apple sagt aber auch, wenn beide ungefähr gleich klingen, dann könnt ihr euch für die erste Version entscheiden. Deswegen tippen wir hier auf Fortfahren, dann kommt eine erneute Klangabfrage, wo ihr zwei Versionen vergleichen sollt. Hier wähle ich jetzt auch einfach mal Version 1 aus, weil die auch wirklich ganz okay klingt. Und jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr eure eigenen Einstellungen verwenden wollt, sprich die, die wir gerade gemacht haben. Und hier tippen wir dann natürlich darauf, dass wir das machen wollen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die AirPods Pro habt, dann habt ihr jetzt hier noch im Anschluss die Möglichkeit, den Transparenzmodus genauer anzupassen. Das können wir aber jetzt hier durch Tippen auf Später einmal überspringen. Und das war's auch schon. Dadurch, dass ihr jetzt bei dieser Sprachausgabe zweimal gesagt habt, dass ihr die Sprache nicht so gut hören könnt, wurde jetzt die Einstellung so vorgenommen, dass ausgewogene Töne deutlich lauter ausgegeben werden. Und ihr werdet merken, dass die Audioausgabe auf eurem iPhone so rund 20-30% lauter ist. Und ihr könnt so halt, wie gesagt, eure Musik deutlich lauter genießen, aber wie gesagt, immer alles unter Vorsicht. Probiert das einfach mal aus, ihr werdet merken, dass es echt deutlich lauter ist, vor allem hier mit diesen AirPods Pro, die ich hier jetzt im Test habe, besonders bei aktiviertem Geräuschunterdrückungsmodus, ist es bei voller Lautstärke wirklich eigentlich schon fast zu laut, deswegen, wie gesagt, alles unter Vorsicht einzusetzen. Wenn ihr das Ganze wieder deaktivieren wollt, dann müsst ihr hier einfach nur diese Kopfhöreranpassung deaktivieren. Und wenn ihr jetzt hier auf eigene Audiokonfiguration tippt, seht ihr, würde erneut diese ganze Audioanpassungskonfiguration hier starten. Also auf diese Art und Weise könnt ihr das dann auch einfach wieder deaktivieren.
Also probiert das einfach mal aus und nutzt diesen Trick, falls euch eure Kopfhörer bisher zu leise waren. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten gleich hier unter diesem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein iPhone-Tricks-Video von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.